wird es heute, wie ihr seht, um meine wunderschöne Husqvarna gehen. Ich hoffe, ihr könnt auch genügend sehen. Jetzt habt ihr Pech gehabt, weil ich habe die Kamera nämlich nicht abgecheckt, also nicht eingestellt oder so. Ja, und ich wollte, ja, es haben mich ein paar Leute gefragt, so, wie magst du das, kann man eine XCFE legal fahren und so, wie hast du die Felgen eintragen lassen, ist es legal, kann man überhaupt eine komplett legal fahren, geht es? Um jetzt nicht einfach Ja oder Nein zu antworten, ich umschreibe es erstmal, weil wenn ich jetzt Ja oder Nein sage, es ist schwierig. Um so eine 501 jetzt, wie ich jetzt hier habe, legal fahren zu können, ja, ist einiges vonnöten. Es wird euch auf jeden Fall, oh nö, Alter, du hast die Karre geputzt. Es wird euch auf jeden Fall Nerven und einen Haufen Geld kosten. Das kann ich schon mal jetzt sagen. Also ich fange mal von vorne an. Erstens braucht ihr ein Bike. Die wird dann so ungefähr mit 7,9 kW eingetragen sein. Das heißt so 13 PS. Ja, die kommen ja von Werk, wenn ihr neu kauft. Diese Eintragung müsst ihr darauf achten, das könnt ihr nicht bei jedem Motorrad machen. Oder ich bin mir nicht sicher, ob es bei jedem geht. Ich weiß es, dass es ganz sicher bei Husqvarna und KTM geht. Da gibt es einen Husqvarna-Händler bzw. KTM-Händler, der ist Grieser, der ist in Oberbayern, da habe ich dieses Schätzle 2020er Modell, 2020 logischerweise neu gekauft. 9.000 Euro habe ich die Maschine gekauft und dann kann man da eine Eintragung machen lassen, beziehungsweise zwei Eintragungen, eine mit auf jeden Fall meine mit 30 kW, das ist die größte, mehr könnt ihr nicht legal eintragen lassen und dazu werden hier Motorschutz und so hin gemacht. Wird alles reingebaut, was halt legal ist, also was der Legalität entspricht, das heißt Cut und so. Da werden dann Motorgeräuschmessungen und alles Mögliche gemacht. Das geht eigentlich hauptsächlich, so wie ich es mitbekommen habe, um die Lautstärke und so. Wegen dem Schall vom Motor und was. Und was heißt denn nicht? Auf jeden Fall 30 kW Eintragung, sind ungefähr 45 PS. Problem dabei ist jetzt auch, dass du mit einer A2 die Maschine nicht fahren dürft, A2 Führerschein. Weil mit einer A2 dürfst du 48 PS fahren. Die hat legal jetzt eingetragen 45. Denkt sich jeder, ja natürlich. Warum dürft die denn jetzt nicht fahren? Weil das Leistungsgewicht, das PS auf Gewicht, zu niedrig ist. Also ist zu wenig. Ich weiß auch gar nicht, wie viel die Karren offen haben, aber ich würde mal so um die 70 bis 80 PS schätzen, was sie haben. Vielleicht noch ein bisschen weniger, keine Ahnung. Oder mehr, keine Ahnung. Kann ich nicht einschätzen. Aber es ist halt schwierig, irgendwo anders das machen zu lassen. Also ich habe gehört, dass man es auch an irgendeinem Händler diese Eintragung im Norden, also in Norddeutschland machen kann. Aber ich habe noch nie von jemandem gehört, wo das da machen lassen hat. Da ich die da unten gleich gekauft habe, habe ich das mitgemacht. Die Eintragung hat mich übrigens einen Taui gekostet. Also die Füßjäger, der ist ganz mal, ist der weggedüst, der Jungs. Ich könnte euch gar nicht vorstellen, für eine scheiß Eintragung. Ja gut. Aber ich habe es natürlich nicht drosseln lassen, das heißt, es ist trotzdem noch nicht legal. Das heißt, ich fahre jetzt trotzdem nicht legal. Aber wenn ihr den Kopf anhält und ihr 30 kW drin stehen, kommt es vielleicht wesentlich besser rüber, als wenn ihr 7,9 kW in der Eintragung stehen habt. Das passt ja hinten und vorne nicht.
Ja, ich glaube, das wird jetzt auch ein bisschen längeres Video, weil da gibt es echt viel zu sagen. Und ja, jetzt kommen wir weiter. Was hat man noch? Legal fahren, ja genau. Blinklaus und Scheiß, dann die Felgen. Das nächste Riesenthema. Wie viele Leute mich da anschieben haben wegen meinen Felgen. Ich hab's ja jetzt von Grizzly Wheels mit dem Gutachten. Hab die beim TÜV ohne Probleme, sag ich mal, abnehmen lassen können. Sind jetzt auch mittlerweile eingetragen in meinen Fahrzeugschein, beziehungsweise Fahrzeugbrief. Ist auch alles legal. Da hinten schaut es mal sehr gut aus. Ich glaube, wir fahren in die Richtung, weil da hinten schaut es nicht so geil aus. Ja, auf jeden Fall, der Punkt ist, man kann es schon in gewissen Sinne legal machen, wenn die Maschine auf 30 kW drosseln lässt. Kann man da jetzt einen Punkt fahren? Okay, das ist ein Fahrradweg. Ah, da gibt es noch das Fahrrad. Ja, auf jeden Fall. Hier ist ein schönes Bänkle. Ich glaube, hier hocken wir uns mal hin. So. Um auf den Punkt zu kommen, es ist sehr schwierig, eine legale Wettbewerbsmaschine zu fahren, sag ich mal, komplett 100%ig legal. Deswegen machen es die meisten so. Die fahren es einfach gar nicht legal. Nehmen Transporter, fahren zu ihrem Spot. Ich fahre jetzt halt ohne Kennzeichen, because ich habe ein FMF dran, ist auch nicht legal. Scheißegal, scheiße ich aber drauf. Meine Felgen sind legal eingetragen. Die schauen wieder sehr sauber aus heute, weil ich sie natürlich nicht geputzt habe und gerade durch den größten Scheiß durchgefahren bin. Ja, genau, was ich sagen wollte, diese Abdeckung, das ist eine Dovatec-Abdeckung und die da unten auch, die habe ich natürlich kostenlos bekommen. Die standen da, die waren da dabei. Also wahrscheinlich haben sie schon was gekostet bei den 1000 Euro, aber stand jetzt eigentlich nicht auf der Rechnung mit dabei von den 1000 Euro. Geil ist es. Ich feier's, weil schwarze Abdeckungen sind sowieso geil. Das nächste ist halt, sobald ihr irgendwelche Teile anbaut. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit diesen Sturzpads ist, aber ich meine, dass sie auch keine E-Nummer oder irgendeinen Scheiß haben, also auch nicht legal sind. Dann bei Hebeln und so müsst ihr ultra aufpassen, wenn da keine E-Nummer dabei ist, für den Arsch. Also es ist, bei den standardmäßigen ist natürlich eine dabei, aber wenn ihr jetzt sagt, hey, ich will so in dem Blau eine oder keine Ahnung aus irgendeiner Farbe, hol mir eine billig aus China, dann legen sie. Ich meine, beim Bremshebel, ich weiß nicht, ob es bei der Kupplung auch ist, ich meine, alles, was richtig relevant ist, Bremse, Felgen, sowas, da legen die euch das Fahrzeug still. Dann könnt ihr heimlaufen. Ja, bei Auspuff glaube ich nicht, da dürft ihr dann noch heimfahren, müsst ihr halt vorzeigen oder sowas, aber ja, also meine ist jetzt eigentlich zu 90%, sage ich mal, legal. Ich habe sie mit der 30 kW Eintragung eben und habe sie halt offen. Ja, eigentlich ist es legal. Ja, nein, ja, scheißegal. Auf jeden Fall habe ich halt auch keinen A-Führerschein. Das heißt, wenn man eins zusammenzählt, kommt man auf zwei, dürfte die Karre gar nicht fahren. Deswegen auch ohne Nummernschild. Weil, was mache ich? Ich weiß außerdem, das nächste ist, man weiß nie, was die Polizei macht. Das heißt, wenn ich mit dem Teil jetzt fahre, werde angehalten, bin legal unterwegs, bis auf diese Eintragungsgeschichte. Und dann sagen die, ja, 30 kW sind 45 PS, hast du einen A2-Führerschein, passt ja alles, weil sie sich einfach nicht mit auskennen. Es kann aber nichts gegen Polizisten, also alles gut und so, aber es gibt halt auch Leute, die schauen genauer hin, sage ich jetzt mal. Und die kennen sich da aus und es kann halt ganz schön für den Fahrer, für mich, in die Hose gehen. Deswegen habe ich gesagt, leck mich doch am Arsch, wenn ich jetzt mit dem FMF fahre ich ohne Kennzeichen. Ja gut, aber es muss
von euch natürlich jeder selber wissen. Ich will es hier niemand sagen, Alter, kauft euch jetzt eine XC oder eine FE-Ding. Muss sich bewusst sein, das ist ein Haufen Geld, wenn man es auf Sumo macht, weil Enduro macht es eh keinen Sinn, die irgendwie legal zu machen, finde ich. Lohnt sich nicht. Aber Sumo will jeder Straße fahren und alles und legal bleiben. Deswegen, ja, dazu dieses Video. Habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? Ja, genau, was ihr beim Felgen aufpassen müsst, ist in die Reifengrößen, weil ich habe mir falschen Vorderreifen bestellt. Den durfte ich dann nochmal wechseln, habe ihn wieder verkauft, den alten, weil die Größe nicht gepasst hat. Weil die Felgen genau vorschreiben, welche Reifen ihr nehmen müsst. Zumindest beim vorderen ist einer zur Auswahl und bei der hinteren sind, glaube ich, 3 oder 4 zur Auswahl. Naja, auf jeden Fall bin ich jetzt ziemlich legal unterwegs. Und ich glaube nicht, wenn ich in meiner Region hier fahre, dass irgendein Cop, der mich jetzt anhält, kann mich natürlich auch täuschen, das mit dem 30 kW Dingsbums checkt. Ich fahre hier nicht in der Stadt oder sowas. Wenn ich in die Stadt fahre, mache ich auch nicht meinen FMF hin. Das wäre saudämlich. Da wissen die, wenn ich in die Stadt reinfahre, am Stadtende genau, wo ich bin, so ungefähr. Ja. Also wenn ich den Auspuff, die FMF-Anlage wegmache, meinen Originalen wieder hinmache, auch auf Spot mache ich den Originalen hin, der ist nur jetzt hier, ein bisschen ballern und so drauf. Und ja, ansonsten gibt es eigentlich nicht mehr zu sagen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare oder schreibt mir auf Instagram. Der Link zu Instagram ist in der Beschreibung. Und dann würde ich sagen, war's von dem Video. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut und bleibt gesund. Peace!